meine Freunde, herzlich willkommen zu unserer zweiten Ausgabe der Kurzmeldung für das Jahr 2021. Denkt bitte daran, wenn euch die Infos gefallen haben, lasst mir am Ende ein Like da und wenn noch nicht passiert, auch gerne ein Abo. Eine kleine Info noch, wer es noch nicht weiß, achtet bitte mal auf unseren Zweitkanal, auf Ghost Uncut. Den Link dazu findet ihr oben in unserem Kanalbanner. Die Firma Remington zieht um, nämlich von New York nach Georgia. Der Grund dafür ist wohl die nicht mehr ganz so zuvorkommende Art und Weise des Bundesstaates New York gegenüber den nationalen Waffenherstellern in den USA. Und von daher zieht man mal fix nach Georgia um und lässt sich das Ganze gute 100 Millionen Dollar kosten. Und wer sich mal in der Vergangenheit etwas informiert hat oder das durch Zufall mitbekommen hat, das ist mittlerweile schon der zweite große Umzug nach Smith & Wesson, die ja ebenfalls umgezogen sind. Smith & Wesson ist seinerzeit von Springfield nach Tennessee umgezogen und letztendlich aus den gleichen Gründen wie jetzt eben auch Remington. Neuigkeiten gibt es jetzt auch aus Kroatien. Von dem Waffenhersteller HS. HS hat eine neue S-Linie rausgebracht, nämlich die S5 und die S7. Wir haben hier auf dem Foto einmal die S5 3.3 mit einem dementsprechenden 3,3 Zolllauf, also recht kurz. Was direkt auffällt, ist die Handballensicherung, die wir hauptsächlich von den 1911er Modellen kennen. Und den Self-Action-Abzug der Glock. Also eine Kombination aus allem, von jedem etwas. Und es gibt in der S-Line einmal die S5 mit 5-Schuss-Magazin und die S7 mit einem 7-Schuss-Magazin. Und hergestellt werden beide Varianten im Kaliber 45 ACP. Den Link zur kompletten Beschreibung und Vorstellung der Waffe habe ich euch in die Videobeschreibung eingefügt. Neues auch aus dem Hause Laser Ammo. Die Firma hat mit ihrem IMTTS Arena Zielset und dem SureStrike Patronensatz mal was Interessantes rausgebracht, was jeder von uns bei der aktuellen Wetterlage und auch der Gesundheitslage brauchen könnte. Zumindest wäre es nützlich für uns, unabhängig von den Kosten jetzt erst einmal. Es handelt sich da also um ein Trainingsset, ein Trockentrainingsset für zu Hause. Das Ganze ist infrarotbasierend und laserbasierend. Ich persönlich finde die Geschichte ganz interessant, wenn man die Möglichkeit zu Hause hat, sowas zu nutzen. Eine schöne Sache. Ich habe euch den kompletten Link auch mal in die Videobeschreibung gepackt. Ja, meine Freunde, jetzt kommen wir mal zu einer völligen Neuheit, nämlich der Bubix Bro Pistole. Bubix ist ein neuer Hersteller aus Österreich. Auch da habe ich euch mal den Link in die Videobeschreibung gepackt. Viel könnt ihr da noch nicht sehen, allerdings einige Sachen können wir vorab schon mal zu der Waffe sagen, nämlich dass sie in drei verschiedenen 9mm Kalibern gefertigt wird. Einmal in 9x18 Makarov, einmal in 9x19 Luger und einmal in 9x21 IMI. Das alleine ist schon recht interessant, dass ich da drei verschiedene 9mm Kaliber habe. Und was wir hier eben noch sehen können, ist die Abzugssicherung. Für mich ist das, oder ich sagte einfach mal zu, eine umgekehrte Handballensicherung. Weil hier habe ich die Sicherung an der Vorderseite des Griffstücks und nicht auf der Rückseite. Ist mit Sicherheit eine interessante Geschichte. Ob sich das Ganze durchsetzt, muss man mal sehen. Die Waffe wird auf jeden Fall mit einem 12-Schuss-Magazin geliefert. Und ja, macht einen interessanten Eindruck. Wie gesagt, checkt die Seite mal von Bubix. Die findet ihr in der Videobeschreibung. Neuigkeiten gibt es auch beim DSB.
Mittlerweile hat das Bundesverwaltungsamt genehmigt, dass halbautomatische Langwaffendisziplinen mit in die Sportordnung aufgenommen werden. Das heißt, mittlerweile können wir auch über den DSB die klassischen Halbautomaten beantragen und bekommen die auch dementsprechend befürwortet. Allerdings haben noch nicht alle Landesverbände die Disziplinen in ihr Programm aufgenommen. Wer da Interesse hat, dem füge ich nochmal den Link zu den entsprechenden Verbänden bzw. zu der Liste B, so heißt das beim DSB, einfach mal in die Videobeschreibung unten mit rein. Da könnt ihr mal nachschauen, welcher Landesverband welche Disziplin in diesem Bereich schon anbietet. Ja, meine Freunde, und zum Schluss noch ein etwas heikleres Thema. Dazu muss ich aber auch sagen, oder möchte ich sagen, dass ich jetzt nur mal das wiedergebe, was die Medien uns zur Verfügung stellen. Und ja, es ist nicht unbedingt meine Meinung zu der ganzen Geschichte. Ich gebe es euch einfach mal wieder, weil wer mich kennt, weiß, dass ich versuche, mich möglichst neutral, auch politisch neutral zu halten. Und das möchte ich hier auch nochmal betonen. Es sind also reine Informationen, die uns die Medien aktuell zur Verfügung stellen. Ja, die Zahl der kleinen Waffenscheine hat also einen neuen Höchststand erreicht, wobei Schleswig-Holstein den höchsten Anteil dabei erreicht hat. Aber auch im Rhein-Ruhr-Gebiet ist die Zahl der kleinen Waffenscheine innerhalb eines Jahres von 176.002 auf 174.477 gestiegen. Also eine Steigerung von gut und gerne 4,7%. Und die Gewerkschaft der Polizei merkt dazu natürlich sehr kritisch an, dass die größte Gefahr bei dieser ganzen Geschichte mit den kleinen Waffenscheinen davon ausgeht, dass Schreckschusswaffen äußerlich meist baugleich mit echten Schusswaffen sind und ein Unterschied auf den ersten Blick erstmal nicht zu erkennen ist. Aber das sollte ja für uns nichts Neues sein. Weiterhin propagieren die Medien also in der Hinsicht, was jetzt wirklich nicht meine Meinung ist, ich kann das also nicht unbedingt bestätigen, aber dass auch die aktuelle Lage an der russischen bzw. Belarus-Grenze zu Polen nicht ganz unverantwortlich ist dafür, für diese neue Entwicklung. Ich kann und möchte dazu gar nichts sagen. Die Zeit wird zeigen, wie unsere neue Regierung mit dem Thema umgeht, denke ich mal. Das waren die zweiten Kurzmeldungen für das Jahr 2021. Ich hoffe, die Infos waren okay für euch. Wenn ja, lasst mir bitte ein Like da. Und wie gesagt, wenn noch nicht passiert, auch gerne ein Abo. Ich hoffe, ihr passt auf euch auf und bleibt gesund. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.